Sie sehen, das Ganze ist geschossweise organisiert, könnte also auch zugeklappt werden. Und wir haben gesagt, es wird eben immer nur angezeigt, was da ist. Das heißt also, ich lasse die Einstellungen so, wie sie sind, jetzt hier einfach mal mit OK stehen. Mache aber eins, ich gehe einfach mal in den Plan, gehe ins Dachgeschoss, markiere das Dach und schalte mir die Kehlbalkendecke einfach mal wieder ein. So. Und in dem Moment, wenn ich jetzt hier nur einfach mal sage, Mengen ermitteln und exportieren, werden die Mengen des Planes nochmal neu ermittelt. Die Kalkulation ist schon offen, deswegen habe ich eben jetzt nicht aufs blaue Eurozeichen gedrückt. Und jetzt aktualisiere ich einfach diese Mengen in der Kalkulation einmal. Und dann wird letztendlich zum einen die Veränderung, die wir jetzt in den Einstellungen vorgenommen haben, berücksichtigt. Zum zweiten werden die veränderten Mengen aus der Planung zueinander geführt. Und wenn die Berechnung fertig ist, sehen wir im Registerdeckenbelag in der Sonderausstattung, dass wir eben jetzt zum einen die Einstellungen für den Belag der Decken im Erdgeschoss, die wir vorgenommen haben, abweichend zum Standard sehen und zum zweiten im Dachgeschoss jetzt aktuell die Räume, die jetzt mit Decken versehen sind, neu hinzugefügt haben. Und wir hier jetzt eben auch in der Lage wären, wieder zu sagen, hier würden wir entsprechende Belege einstellen und diese entsprechend kalkulieren können. Achtung, es gibt natürlich jetzt die Möglichkeit, dass auch diese Deckenbelege, obwohl Räume vorhanden sind, die an Decken stoßen, nicht dargestellt werden. Achtung, ich zeige Ihnen das Ganze einmal, indem ich auf das Register Decke gehe. Bitte Achtung, das Video wird gerade aufgenommen in der Version Holz. In der Massivversion sind diese Bilder nicht da. Die Oberfläche sieht etwas anders aus, weil dort eben nicht so viele Details der Holzdecken steuerbar sind. Und wenn ich jetzt hier eins tue, wenn ich das Erdgeschoss umstelle auf eine Sichtbalkendecke, dann passiert eins und ich könnte auch den Kehlbalkenlager auch nochmal auf eine sichtbare Kehlbalkendecke umschalten. Wenn ich das hier ändere in der Steuerung und jetzt auf das Register Deckenbelag gehe, dann sehe ich noch nicht, dass irgendetwas passiert. Wenn ich jetzt allerdings einmal mit OK rausgehe und bitte Achtung, gesetzt werden die Werte erst, wenn berechnet wird, das Ganze nochmal neu kalkulieren lasse, dann sehen wir direkt in der Sonderausstattung, dass diese Bereiche jetzt gar nicht mehr angezeigt werden. Das heißt also, im Dachgeschoss haben wir natürlich die Geschichte ohne Belag noch da, aber die Erdgeschossdecke, die auf Sichtdecke eingestellt ist, ist letztendlich hier noch nicht mal mehr aufgeführt. Das heißt also, was Sie damit merken ist, wenn sichtbare Decken eingestellt werden, dann sorgt das System automatisch dafür, dass die Belege in den Räumen, die unter diesen sichtbaren Balkenlagen ändern, dass diese Räume automatisch entfernt werden. Das löst auch keinen BLB-Unterschied, das heißt also nicht irgendwelche Mehr- und Minderpreise im Angebot aus, wenn Sie mit BLB-Vergleich arbeiten sollten und nicht mit dynamischer Baubeschreibung, sondern das passiert eben automatisch. Und führt dazu, dass Sie dort nicht dran denken müssen, dass wenn eine Sichtbalkenlage oder eine sichtbare Decke vorhanden ist, so etwas manuell im Deckenbelag ausgeschaltet werden muss. Sonst, wie gesagt, es wird Ihnen gezeigt, was geplant ist, dort, wo Räume an Decken stoßen. Und haben Sie bitte die Loggien oder Terrassen im Außenbereich immer ein bisschen mit dem Hinterkopf. Im Standard der Baubeschreibung ist natürlich voreingestellt, dass dort kein Deckenbelag da ist. Das heißt also, diese Außenbelege haben dann hier mit der Raumausstattung im Registerdeckenbelag selbst nichts zu tun.